Quälerei an der Tagesordnung, gehört quasi zum Stadtbild. Die Menschen stört es nicht, sie kennen es nicht anders und geben die Tradition an ihre Kinder weiter. Das haben wir von unseren Vorfahren gelernt, aber ich war hier der Erste, der einem Affen das Fahrradfahren beigebracht hat. Du musst den Tieren Angst machen, dann machen sie, was du willst. Es funktioniert so wie bei der Erziehung deiner Kinder. Hier in der südchinesischen Provinz werden 90% aller Zirkustiere des Landes ausgebildet. Und das mit fragwürdigen Methoden. Nahrungsentzug, Isolation, brutale Gewalt. Und auch die Unterbringung der Tiere ist katastrophal. Raubkatzen hausen mit ihren Besitzern in einem Raum, eingesperrt in einer kleinen Kiste. Bären werden an die Kette gehängt, angeblich damit ihre Beinmuskulatur gestärkt wird. Lukrativ ist das Geschäft mit der Tierquälerei nicht. Für das Einstudieren einer Nummer, das ein halbes Jahr in Anspruch nimmt, bekommen die brutalen Tiertrainer gerade mal 500 Euro. Und trotzdem geht das grausame Geschäft weiter und wird auch noch von der Lokalregierung gefördert. Wirklich unfassbar.